zusammenkriegst, das ist der Rasenfilz. Das ist genau diese trockene, tote Schicht, die dazu führt, dass der Rasen kaputt geht. Das ist unsere Amsel. Die läuft immer um mich herum. Direkt, wenn ich hier am Arbeiten bin. Richtig, richtig dicht, das täuscht jetzt, sind vielleicht noch 3 Meter von mir entfernt. Wenn ich mit Maschinen hier am Arbeiten bin und holt sich direkt die frischen Würmer. Der Boden ist ja ein Traum. Herrlich. Tja, Zerstörungen beim Rasenfreak. Sind die nicht beide toll gekommen? Ja, meine Frau hat es hingekriegt, nicht der Rasenfreak. Also echt Wahnsinn. Da sieht man auch den Unterschied. Fein, grob. Festuca und Agrostis und Lolium Poapratensis und auch die Festuca. Was pflanze ich jetzt da ein? Das darf ich wahrscheinlich nicht. Es ist noch sehr früh am Morgen. Ich glaube 7:45. Aber wie heißt es so schön? Der frühe Vogel locht das Grün. Also das ist ein Hohlspoon. Der hat also ein Loch, also der ist innen hohl und hat hier so eine Ausklinkung. Damit kann man den Boden aus der Fläche herausholen, ausstanzen. Das nennt sich dann auch Bodenaustausch. Also mit solchen Hohlspoons kann man den Boden austauschen. Die alte Erde, die alten Cores werden rausgezogen, Sand reingefüllt. Damit verändert man die Bodenstruktur. Dann Vollspoons, das ist ein ganz einfacher, normaler Vollspoon, 12 mm. Damit verdränge ich natürlich ein Stück weit den Boden und steche Löcher rein, hole nichts aus dem Boden raus. Wenn ich schon einen sehr sandigen Boden habe, dann ist so ein Vollspoon völlig ausreichend. Aber er macht auch schon gewisse Schäden. Und um diese Schäden zu vermeiden, nichts auszutauschen, gibt es auch Kreuzspoons. Na, wenn das mal geht. Komm, bin mal gespannt, ob du das scharf stellst. Kreuzspoons, die machen die wenigsten Schäden. Und der ist jetzt auch noch ein bisschen kürzer als mein Vollspoon. Man muss ja auch gar nicht so tief rein. 5 bis 7 cm reicht völlig aus, um vor allen Dingen die Rasentragschicht, die obere Wachstumszone, der Wurzelhorizont, wie es im Fachdeutsch heißt, um diesen Wurzelhorizont zu lüften, Luft in den Boden reinzukriegen. Ich hätte nie gedacht, wie wichtig das ist, habe ich schon oft gesagt. Also Luft in den Boden rein, der Sauerstoff sorgt dafür, dass die Nährstoffe im Boden umgewandelt werden, dass die Mikroorganismen aktiv sind und dass dadurch eben die Wurzeln gut wachsen und der Filz, ne, diese Filzschicht, die wir bei sehr dichten Rasenflächen oben haben und die jetzt quasi wie so eine Sperre wirkt. Diese Filzschicht wird dadurch abgebaut, durch die Luft, durch das Anregen der Mikroorganismen. Und diese Kreuzspoons, die haben vorne drauf, richtig cool, die haben vorne drauf eine aufgelötete Hartmetallspitze. Also ich hoffe, dass die richtig, richtig lange bei mir halten. Die sollen laut der Firma KBV Efforts, keine Werbung, habe ich selbst gekauft, aber eine tolle Firma, die nur solche Spoons für den Profibereich herstellt. Und ach, die haben gesagt, dass mit der Hartmetallspitze man 18 Golflöcher problemlos lochen kann. Das ist ungefähr, ich muss jetzt lügen, 1 Hektar, glaube ich. Also ungefähr ja, 10.000. 1 Hektar, 10.000 Quadratmeter, 18 Loch, ja, kann gut sein. Also 400, 500 Quadratmeter, ist schon so ein Golfgrün groß. Und ja, und das ist eben ein wahnsinniger Verschleiß. Also ich habe jetzt leider jetzt keinen gebrauchten. Also das ist hier jetzt ein neuer Vollspoon und meine gebrauchten Vollspoons, die sind auf der Maschine noch drauf, bauen wir gleich um. Die sind schon richtig abgerundet. Das ist halt ein wahnsinniger Verschleiß, wenn man immer wieder in den Boden reinhackt, natürlich auch in diesen sandigen Boden reinhaut, dann ist der Verschleiß riesengroß. Und durch diese Hartmetallspitze soll also dieser Spoon sehr, sehr lange halten. Ja, also wir bauen jetzt die Spoons um, dann hole ich meine Maschine und hinten im Bereich, im Osten auf meiner Fläche, da an der Südostkante, da habe ich sehr viel Filz im Boden und da werde ich jetzt diese Fläche lochen. Die andere Fläche ist soweit in Ordnung. Ja, das machen wir jetzt.
Für alle, die jetzt dieses Maschinchen noch nicht kennen, die anderen, die können sich jetzt einen Kaffee holen. Das ist eine sehr, sehr seltene Maschine von Vertidrain, handgeführter Aerifizierer mit einer Kubota Zugmaschine. Schon ganz schön alt. Das sind jetzt hier die Vollspoons. Das können wir im Vergleich noch mal zeigen. Das ist Wahnsinn. Ihr zieht euch das rein. Neu verschlissen. Gleiche Länge. Unglaublich, ne? Der riesen Vorteil natürlich auch der Kreuzboons ist, dass der Widerstand, der Eindringwiderstand in den Boden deutlich kleiner ist, weil natürlich die Fläche kleiner ist. Wir verdrängen hier viel mehr. Das heißt, die müssten ganz smooth, ganz leicht in den Boden eingehen. Ich mache das heute Morgen, weil es über Nacht wieder ein bisschen geregnet hat. Es ist gerade echt schönes Wetter. Das heißt, warm und feucht, ideale Wachstumsbedingungen. So, schön ausrichten, dass die schön in Fahrtrichtung stehen. So. Ja, diese Maschine gibt es praktisch nirgends mehr. Dass ich diese Maschine damals gekauft habe, war ein Riesenzufall, glaube ich. Damals wusste ich überhaupt gar nicht, wie selten, wie exotisch und wie genial dieses Teil ist. Ich habe jetzt bei eBay Kleinanzeigen eine Anzeige gesehen, dass jemand genau dieses Gerät sucht. Der Riesenvorteil gegenüber den anderen kleinen handgeführten Aerifizierern ist, dass der einfach tiefer reinsticht. Dass er eben diese Einstichlänge von 120 locker schafft, 120 mm. Obwohl es gar nicht so tief sein muss. Na klar, je tiefer, desto besser dringt die Luft in den Boden ein. Los, dreh dich. Na, sticht er so. Wumm. Wumm. Dann kann er so ein bisschen zurückfedern. Ein bisschen ausweichen. Ich hoffe, alle sind jetzt fest. Dieses Lüften, dieses Aerifizieren kann man tatsächlich also einmal im Monat machen. Wäre ideal. Ja, es ist. Er läuft so gut. So gut lief der noch nie. Ja, ein bisschen Schubbrauer da. Ich glaube, er sticht zu tief. Er holt dir voll den Boden raus. Das ist ja ein Ding. Hier. Mann, ist der Boden. Gibt's ja gar nicht. Ist echt ein bisschen klebrig. Traumhaft. Weil der Boden ist natürlich ein Traum, aber er ist zu klebrig. Mist. Der frühe Vogel kann mich mal. Abbruch. Nee, ist Mist. Ist so feucht. Ich hätte gar nicht gedacht, dass der so klebrig ist.
Sulbaranfügis. Es ist jetzt ja trocken und wir haben alles gemäht, wie ihr ja im letzten Video gesehen habt. Jetzt werde ich die Fläche zu Ende aerifizieren mit den Kreuzbuhns. Bin mal gespannt, ob jetzt der Boden drin bleibt oder ob er mit rausgezogen wird. Also wir holen jetzt den Aerifizierer und dann hauen wir noch ein paar Löcher rein. Shot auf die Fläche. Also klar, man sieht hier die Einstiche. Bin mal gespannt, wie lange das dauert, bis das wieder weg ist. Er hat schon ein bisschen was rausgezogen noch. Ja, aber schön krümelig. Perfekte Tiefe hier. Na gut. Ein bisschen. Hier hat er ein Stück rausgerissen. Hier. Das ist rausgezogen worden. Dieses Stück hatte ich schon mal rausgeschnitten, um zu schauen, was da los ist. Und jetzt ist das rausgeflogen. Das ist Filz, lieber Rasenfüchs. Das ist Rasenfilz. Und das ist genau der Filz, der sich abbauen muss. Also, ist ja echt der Wahnsinn. So, lieber Rasenfüchs, das soll es auch gewesen sein in dem Video. Ich freue mich wieder mal. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!